Sturm der Liebe, bringt Dirk sich aus Verzweiflung um? Dirk kann mit seiner Schockdiagnose bei Sturm der Liebe nicht umgehen. Wie eine neue Vorschau zeigt, schließt er innerlich mit seinem Leben ab. Schon vergangene Woche erhielt Dirk die mögliche Schreckensnachricht, dass er möglicherweise für immer an den Rollstuhl gefesselt sein könnte. Und tatsächlich, in Kürze hat der Fürstenhofbewohner Gewissheit, dass er für immer gelähmt bleiben wird. Doch statt sich mit der Situation aktiv auseinanderzusetzen, will Dirk das Ganze nicht wahrhaben. Er fordert ein Zweitgutachten an, lässt seine Familie im Dunkeln. Doch es bringt nichts, auch das Zweigutachten bestätigt die Schockdiagnose. Wie die Vorschau zu den zukünftigen Folgen von Sturm der Liebe zeigt, treibt die Verzweiflung Dirk bis zum Abgrund. Nachdem er von Christoph verdächtigt wird, die Steuerfahnder auf seine Spur geschickt zu haben, sieht Dirk keine Perspektive mehr zu leben. Auch wenn ihn Linda zuletzt noch bestärkt, dass es immer einen Grund gibt, um weiterzuleben. Sehen wir Dirk in einem Vorschaubild einen Abschiedsbrief schreiben. Die ARD schreibt dazu, Dirk, Markus Pfeiffer, schließt innerlich mit seinem Leben ab. Das liegt auch daran, dass Dirk in der gleichen Folge endlich den Mut zusammennimmt und sich bei Tim dafür entschuldigt. Dass er ihn als Baby entführt hat und schließlich brutal ausgesetzt hat. Doch Tim will von Dirks Entschuldigung nichts wissen. Ob Dirk tatsächlich aus Verzweiflung sein Leben nimmt, wird voraussichtlich in der Woche vom 18. bis zum 23. Mai 2020 aufgelöst.